Ich sehe jetzt aber gerade, dass wir Michael Braungart jetzt in der Schalte haben. Kurze Frage an die Regie. Dürfen wir schon? Könnt ihr mich hören? Ja. Wir dürfen. Okay, Martin, dann zurück an Alles klar. dich. Dann vielen Dank für euch beide, an euch beide. Und ich freue mich, dich zu begrüßen, Michael. Einen schönen guten Morgen nach Hamburg vermutlich. Leider bin ich hier irgendwie unterwegs gestrandet. Ich hoffe, dass das trotzdem technisch unterwegs gut geht. Können wir dir noch irgendwie Unterstützung geben? Nö, ich hoffe, dass ich das schon kann. Aber danke der Nachfrage. Ja, kann ich im Prinzip anfangen? Ja. Also ich wollte dich noch begrüßen, ordnungsgemäß anmoderieren. Das ist ja schön. Also, ich freue mich, Michael, dich hier zu sehen, dass du heute hier als Keynote-Speaker dabei bist. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer nur ganz kurz eine Einführung. Professor Dr. Michael Braungart, Chemiker, Verfahrenstechniker seines Zeichens, Initiator und auch Treiber des Cradle-to-Cradle-Design-Prinzips. Dadurch ist er bekannt. Was ich ja immer spannend finde, ist, er ist ja auch Gründer von EPEA. Und EPEA, Michael, da wissen ja, glaube ich, ganz viele Leute gar nicht, was diese Abkürzung bedeutet. Ja, ich und. EPEA ist, ich mag dich erinnern, nicht Environmental Protection Agency, ja, wie in USA oder das Umweltbundesamt, sondern es ist Environmental Protection Encouragement Agency. Und ich denke, da Ja, verstehst du sie ja auch. wurden damals gegründet, so als Protest gegen die amerikanische Reagan-Administration, die einfach wirklich nach und nach alle Umweltgesetze aufgelöst hat, die amerikanische Umweltbehörde entmachtet hat. Und darum zu sagen, ursprünglich hieß es sozusagen noch etwas militanter, natürlich Environmental Protection Enforcement Agency, aber wir haben uns dann doch entschlossen, mehr auf Dialog zu setzen. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass da das Wort Encouragement drin steht. Enforcement ist natürlich auch klasse. Encouragement, das ist das, denke ich, wofür du auch stehst, Leute auch mitzunehmen, zu mobilisieren. Und abgesehen jetzt mal davon, dass du Leiter auch des Hamburger Umweltinstituts bist und Prof an der Leuphana-Uni dort Ecodesign unterrichtest. Ich weiß nicht, bist du noch in Rotterdam aktiv? Lehrst du dort auch noch? Ja, ich habe noch einen Lehrstuhl formell gesehen, aber ich betreue noch ein paar Abschlussarbeiten, Doktorarbeiten und Hast so. von da viele Hüte auf, aber ich muss ja sagen, was ich persönlich immer spannend finde, ist. Das ist so ganz nett, das ist so zwischen ganz nett und lebendig begraben, aber trotzdem, also man kann in Ruhe halt ein paar Dinge wirklich umsetzen. Das Buch Cradle to Cradle ist in die Liste der wichtigsten Wissenschaftsbücher der Welt aufgenommen worden, direkt neben Charles Darwin über die Entstehung der Arten. Und das ist noch ziemliche Hochstapelei. Also da muss noch wirklich ordentliche Arbeit erfolgen. Und das kann man in der Ruhe und Abgeschiedenheit von Lüneburg ganz gut viele Master- und Doktorarbeiten betreuen. Und wenn jemand Ambition hat, sie das wissenschaftlich noch zu unterfüttern, was da auch vorgetragen wird und selber das mit zu verbinden, bin ich gerne dafür, auch da solche Arbeiten zu betreuen. Also an die Leute, weil es manchmal doch durchaus noch sinnvoll ist, ein paar Dinge wissenschaftlich zu vertiefen. Absolut. Deswegen, ich wollte eigentlich auch nur noch ein persönliches Statement zur Begrüßung rüberschicken. Ich bin ja selber auch viele Jahre in der Nachhaltigkeitsdiskussion. Und was ich dann immer spannend finde, ist, wenn wir diskutieren und du dann mich plötzlich von links überholst, weil es irgendeinen Gedanken gab, den ich überhaupt noch nicht hatte. Und das ist das, was ich so charmant finde. Und auch deswegen freue ich mich jetzt auf deinen Vortrag. Du hast ja neulich auch wieder erzählt, Effizienz ist eigentlich das falsche Konzept, Nachhaltigkeit ist das falsche Konzept. Und das finde ich ja wunderbar. Das hat ja was von Punk für mich, einfach auch mal zu provozieren, aufzuräumen mit bestimmten Denkmodellen. Von daher, ja, the floor is yours. Bitte starte deinen Vortrag. Ich freue mich drauf. Habt ihr die Präsentation auf dem Schirm? Ja, die Präsentation ist da. Ich glaube, du musst sie nur noch groß machen, anklicken. Ja, Moment, das ist ja komisch, oder nicht? Jetzt haben wir sie. Ja, gut. Du kannst einfach direkt starten. Okay. Also, ja, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich wäre natürlich lieber persönlich mit Ihnen zusammen, weil man für Neues wirklich Vertrauen braucht und Verlässlichkeit. Und darum sind wir durchaus in Europa eben kreativer, weil unsere Geschäftskultur nicht darauf aufgebaut ist, eben Vertrauen zu haben zueinander und verlässlich zu sein. Ich war lange in den USA gewesen. Dort ist Fair Play eigentlich nur ein schmutziger Trick. Das ist nur dafür da, den anderen über den Tisch zu ziehen mit den Tricks, die man selber vorhat. Und nachher klopft man einem auf die Schulter und sagt, don't take it personal, just business. Und das funktioniert so nicht. Mich kann man, mit jedem Schurken kann man Bestehendes optimieren, aber für Neues braucht man eben Verlässlichkeit und Vertrauen.
Und das ist natürlich schwierig, es eher herzustellen über eine Bildschirmpräsentation, aber vielleicht schauen Sie an, ich habe das mein Leben lang alles das gemacht, was ich jetzt vorstelle. Davon, ich habe mit 16 einen Vortrag gehalten über Umweltschutz aus christlicher Verantwortung. Ich habe mit 18 einen Fernseher auseinandergebaut und gefragt, wollen die Leute 4360 Chemikalien haben bei Jugend forscht oder wollen sie Fernseh gucken? Und dann wurde ich aus dem Wettbewerb ausgeschlossen als Ökokommunist. Und das heißt, jetzt setzen sich die Dinge so nach und nach durch und ich bin erstaunt, wie schnell es eigentlich geht, weil man muss ja wissen, dass das Mobiltelefon zum Beispiel 65 Jahre gebraucht hat zwischen der Erfindung und der Umsetzung. Jetzt gibt es noch nicht mal 20 Jahre Cradle to Cradle als Buch, 2003 erschienen und das ist erstaunlich, wie schnell sich das umsetzt. Gerade im Baubereich, es gibt inzwischen über 11.000 Produkte und ein Drittel davon kommt etwa aus dem Baubereich, was etwa auch berechtigt ist, weil ich untersuche seit 36 Jahren Muttermilchproben und es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Und ein Drittel der Chemikalien, die ich in Muttermilch finde, kommen auch aus dem Baubereich. Also insoweit gesehen ist das ein fairer Anteil. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Dinge vorstellen davon und die umsetzen davon. Und ich freue mich natürlich über das, dass man sagt, wir sind Familienunternehmen, weil die Familienunternehmen sind in der Tat ja diejenigen, die jetzt die Innovation treiben. Es kommt eine nächste Generation nach, die fragt, warum soll ich denn überhaupt in der Firma einsteigen, wenn der Umsatz sich verdoppelt und die Welt zugrunde geht dabei? Und das ist im Moment in die Familienunternehmen die treibende Kraft bei dem, was wir Cradle to Cradle nennen, also von der Wiege zu denken. Und mir geht es ausdrücklich genau, und darum hat mir dieses Mission Statement so gefallen, eben nicht um Nachhaltigkeit, weil die Nachhaltigkeit möchte ich sehr wohl in der Natur sehen. Also ich möchte, dass es in 1000 Jahren auch noch Elefanten und Giraffen und Löwen und Tiger und Bären gibt dazu. Aber ich möchte nicht in 1000 Jahren noch die gleiche Gebäudehülle sehen oder den gleichen Schreibtischstuhl. Das ist innovationsfeindlich, die Nachhaltigkeit. Sie ist doch langweilig. Also wenn ich Sie fragen würde, wie geht es Ihnen so mit Ihren Lebenspartnern, was würden Sie sagen? Langweilig? Ja, Sie sagen nachhaltig, ja, das ist es nämlich. Und auch die Definition der Nachhaltigkeit ist extrem traurig. Die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und erzählen Ihren Kindern, dass Sie ihnen heute gerade nicht schaden wollen. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Ich war gerade in Glasgow gewesen und ich kann Ihnen sagen, das ist eine kritische Situation, weil immer mehr junge Leute sich immer weiter radikalisieren. Das wird entweder zu Terrorismus führen, zum einen oder zum anderen, zu Massenselbstmorden, so wie ja, die Leiden des jungen Werthers sozusagen, bei Goethe davon, weil die Menschen sagen, naja, das Beste ist, denn ich lebe eigentlich nicht davon. Es wäre besser, es gäbe mich gar nicht. Man kann es daran sehen, dass Städte wie Berlin oder wie Stuttgart oder Hamburg wollen klimaneutral sein. Die Europäische Union möchte 2050 klimaneutral sein. Man kann nur klimaneutral sein, wenn man nicht existiert. Das ist die einzige Chance. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und sagen, Sie sind heute kinderneutral. Wollen Sie nicht gut für Ihre Kinder sein? Wollen Sie nicht die Kinder unterstützen davon? Das ist ein ziemlich trauriges Denken. Es hat mit zu tun, dass wir denken, dass wir die Umwelt schützen, wenn wir sie weniger zerstören. Schütz die Umwelt, fahr mit dem Zug oder schütz die Umwelt, mach weniger Müll. Das ist aber kein Schutz. Das nur, wie wenn ich sagen würde, schütz dein Kind, schlag es nur 5-mal anstatt 10-mal. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Die hatten zwar lokal hohe Belastungen verursacht, aber insgesamt war das ein Paradies, was Artenvielfalt anging, weil das System so ineffizient war. Ich war 1980, hatte ich das Glück, nach Mecklenburg-Vorpommern mal zu kommen. Das war ein pures Paradies. Das sah alles aus wie auf Rügen und ein Darst dazu. Aber das war alles so. Heute gibt es überall Staubwarnungen auf den Autobahnen davon, weil die Landwirtschaft den Boden so systematisch zerstört und große Monokulturen anbaut, um daraus dann Biotreibstoffe zu machen. Wir verwenden 313.000 Quadratkilometer in Europa für Biotreibstoffe. Das ist ein Verbrechen, weil man dabei über bis zu 40 Tonnen Boden verliert dabei. Der Boden ist aber der Hauptkohlenstoffspeicher. Also ein Mais anzubauen für Biotreibstoffe, um den Boden zu zerstören, ist ziemlich absurd und gleichzeitig ist es auch absolut zynisch. Ich meine, wir beziehen die Fläche Frankreichs, 600.000 Quadratkilometer als Europäer, allein aus Lateinamerika als Futtermittel. Wir holzen diesen Regenwald ab. Also wir sind das, die den zerstören. Man kann zweimal Soja anbauen, dann ist die nächste Fläche dran, weil man dann noch ein bisschen extensive Weidewirtschaft machen kann. Die Böden geben nicht mehr her.
Das heißt, mir geht es darum, dass es um Qualität geht und Innovation und um Schönheit geht es mir allerdings auch noch, was sie durchaus mit Respekt und Wertschätzung für die Menschen auch mit drin haben dabei. Also sie sind genau auf der in den gleichen Wellenlängen davon. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Innovation kann nicht nachhaltig sein, sonst wäre sie keine. Also das Mobiltelefon war nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone gemacht haben. Darum möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das jetzt zu handeln ist, dass es nicht das 1,5-Grad-Ziel sein kann. An der Stelle, wo ich vor 3 Monaten dieses Bild gemacht habe, war 1995 noch der Gletscher gewesen. Jetzt hauen die Gletscher ab, jetzt verschwindet das Polareis, jetzt verschwinden die Permafrostböden. Das heißt, jetzt, die jetzige Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre von 420 ppm bedeutet für Hamburg einen Meeresspiegelanstieg von mindestens 22 Metern. Es ist nur die Frage, wie schnell sich das Gleichgewicht einstellt. Und das 1,5-Grad-Ziel verschiebt bloß das ein bisschen um 2 Generationen. Das hilft uns überhaupt nichts. Wir brauchen ein völlig anderes Ziel. Wir müssen erreichen, dass wir im Jahr 2100 wieder den Gehalt an Kohlendioxid in der Atmosphäre haben, davon, den es 1900 gegeben hat. Davon. Und das heißt, wir müssen erreichen, dass wir das aktiv zurückholen. Das ist die einzige Chance. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, in der Gebäudehülle werden wir nur noch Kunststoffe verwenden in 10 Jahren, die aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewonnen worden sind, dann würde ich wirklich Dinge ändern. Dann würde ich sofort 100 junge Leute dazu kriegen, dass sie dabei mitmachen und sagen, komm, wir arbeiten daran, das Kohlendioxid zurückzuholen. Das heißt, wir brauchen positive Ziele und nicht weniger schlecht. Weniger schlecht ist nicht gut, damit zerstören wir nur weniger. Wir müssen die Dinge nochmal neu denken. Alle die Dinge, die verschleißen, wie Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel müssen so gemacht sein oder Reinigungsmittel für Gebäude müssen so sein, dass sie in die Biosphäre gehen, weil sie verschleißen durch ihre Anwendung. Sie ändern sich chemisch, physikalisch, biologisch dadurch. Alle Dinge, die nur genutzt werden, so wie eine Gebäudehülle selber, gehen in die Technosphäre, sie sind, sind technische Nährstoffe. Es gibt also mit der Digitalisierung keinen Abfall mehr, alles ist Nährstoff für die Biosphäre und die Technosphäre. Das heißt, wir können alle Dinge nochmal neu denken und zwar nicht mit der Nachhaltigkeit, die sagt, lieber Kunde, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser, musst du es wirklich haben, bau doch überhaupt nicht dazu, das ist doch besser oder warte noch ein Jahr wenigstens. Ja, das ist, ich bin heute 100% schlecht, 90% schlecht und mein Ziel ist es, null zu sein. Für weniger schlecht sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Wir müssen lernen, nützlich zu sein für die anderen Lebewesen. Denn das ist eine andere Agenda. Das ist komm, wir haben inzwischen ja bei Gentner 30% erreicht von dem, was wir wollen. Und lieber Kunde, in 10 Jahren werden wir hier sein. Und du bist nicht perfekt, ich auch nicht. Lass uns gemeinsam auf eine Reise begeben. Und je mehr du bei mir kaufst, desto schneller kommen wir voran. Je mehr du mich dabei unterstützt mit dem, was wir tun, desto schneller schaffen wir das. Schauen Sie sich einen Baum im Frühling an, der spart nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht, der benutzt alles als Nährstoff. Er ist nicht effizient, sondern effektiv davon. Er schafft Lebensraum für mindestens 200 andere Arten und nutzt natürlich die richtigen Energiequellen. Also es geht nicht um Schuldmanagement, es geht darum, um eine Kultur der Großzügigkeit. Und das heißt, sicher ist es sinnvoll, Öl und Kohle und Gas einzusparen, aber das ist nur der kleine Teil. Wie sieht es aus mit unserem Fußabdruck, dass er nützlich ist für die anderen Lebewesen? Alle anderen Lebewesen sind nützlich, wir sind die einzigen, die Abfall machen. Also geht es bei Cradle Cradle auch nicht um null Abfall, denn dann denken sie ja immer noch an Abfall, sondern es geht darum, um alles Nährstoff. Also das ist so, wie ein berühmter amerikanischer Kollege von mir gesagt hat, denke nicht an ein rosarotes Krokodil, dann denkst du natürlich an rosarotes Krokodil. Nein, denken Sie alles als Nährstoff, nützlich zu sein, technische Nährstoffe und biologische Nährstoffe. Das ist also ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Wir wollen gut sein für die Wirtschaft, wir wollen gut sein für die Gesellschaft und wir wollen nützlich für die anderen Lebewesen sein. Nicht weniger schädlich. Man minimiert immer die Umweltauswirkungen, aber für weniger schädlich sind wir viel, viel zu viele Menschen auf der Welt. Das ist das Bild, was genau mit Ihnen zusammenpasst dazu. Das ist Qualität, Innovation und Schönheit noch. Also Schönheit ausdrücklich, wenn es nicht schön ist dazu. Und das bezieht sich zunächst auf die Ästhetik, aber auch, wenn die Leute kein Auskommen damit dabei haben können, wenn sie davon krank werden, wenn es giftig ist, dann ist es auch nicht schön. Es ist keine Qualität, wenn es Müll wird davon. Also das ist im Prinzip die Zukunft davon. Innovation, Qualität und Schönheit. Meine Mutter hat noch die Wäsche in den Fluss gewaschen, davon
Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren. Als die Eltern sich eine Miele-Waschmaschine zulegen konnten, war sie 23 Jahre alt gewesen. Es gäbe mich heute gar nicht. Sie hatte aber sofort ihre Stelle verloren. Das war nicht nachhaltig. Vorhin mit der Waschmaschine. Sie hat ihre ganzen kleinen Geschwister die Wäsche im Fluss waschen müssen. Sie war aus einem Wehr gewesen, was vielleicht interessiert für Gebäude, Klimatisierung. Davon, es gibt eine Firma EBM Papst dazu in Mulfingen. Das war genau vor dieser Firma, hat meine Mutter die Wäsche gewaschen davon. Und das ist wichtig, dass wir überlegen, wie die Zukunft aussieht. Wenn EBM Papst zum Beispiel macht sicher mit die besten Ventilatoren auf der Welt. Aber wenn die die verkaufen, sind die in 3 Monaten schon nachgebaut, die, durch Digitalisierung und 3D-Druck. Und dann sind sie in Shanghai auf dem Markt. Und dann steht so ein bisschen verschnörkelt EBM Papst drauf. Und die Kopie ist aber nach 2 Jahren kaputt. Wenn die Leute aber die Ventilatoren verkaufen, dann ist es klar, dass sie nachgebaut werden. Aber niemand braucht diese Ventilatoren. Ich brauche doch nur gesunde Luft für 10 Jahre. Ich brauche keine Lüftung davon als Lüftungsanlage. Ich brauche die Dienstleistung davon. Dann kann der Hersteller viel, viel besseres Material einsetzen und niemand kann es kopieren. Das heißt, wir brauchen vor allem für die mittelständische Industrie völlig andere Geschäftsmodelle, weil durch die Digitalisierung ändert sich das Ganze. Also es geht nicht um Reduce, Reuse, Recycle, sondern es geht um Rethink, Reinvent, Redesign. Die Dinge nochmal neu zu denken. Was wollen die Leute wirklich haben, wenn sie etwas kaufen? Sie brauchen eigentlich keine Fassade, sie brauchen Optik und sie brauchen Schutz und sie brauchen Wärmedämmung und sie brauchen Durchgucken. Das sind die Dienstleistungen, die eine Fassade leisten muss. Und dann kommt man zu ganz anderen Schlussfolgerungen. Wir probieren die Dinge aus. Hier bauen wir mit Schwörer jetzt ein Cradle-to-Cradle-Fertighaus. In diesem Fertighaus wird die Luft besser sein als draußen. Im Durchschnitt ist die Luft in einem Gebäude etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. 40% unserer Häuser haben Schimmel. Davon Asthma ist häufigste Kinderkrankheit. Wir haben von einer mittleren Großstadt die Kindergärten untersucht. Wir reden über Stuttgart, Feinstaub, Neckartor, aber das ist eine Gemeinheit eigentlich, weil in keinem dieser Kindergärten werden die Feinstaubgrenzwerte für draußen eingehalten, in keinem davon. Das heißt, wie können wir eine Gebäudefassade machen, die aktiv die Luft reinigt, sowohl innen wie außen davon? Und das kann ich Ihnen zeigen, wie das geht. Vielleicht haben wir ein bisschen Diskussionszeit dazu auch. Das heißt, wir können nützlich sein, nicht weniger schädlich, Gebäude zu machen wie Bäume, Gebäude, die das Wasser reinigen, die Luft reinigen, die nicht ein bisschen weniger schädlich sind. Wie gesagt, die Kindergärten dieser Stadt müssten alle geschlossen werden, wenn sie draußen wären, weil sie überschreiten alle die Feinstaubgrenzwerte für draußen. Durch Corona haben wir letztes Jahr etwa 13 Tage Lebenserwartung verloren, insgesamt, wenn man es hochrechnet auf die Gesellschaft. Das ist schon viel. Und es ist wichtig, dass wir dazu Maßnahmen ergreifen. Und ich bin da kein irgendwie Querdenker oder sowas davon, sondern aber ich sage Ihnen, durch Feinstaub verlieren wir fast 5 Jahre Lebenserwartung. Mit jedem Atemzug verlieren wir Lebenserwartung. Es steht überhaupt in keinem Verhältnis, wie wenig dafür gemacht wird. Und die Fassade wäre die ideale Möglichkeit, das Feinstaubproblem zu lösen. Wir haben viele Innenraumluftprobleme natürlich und das kann man natürlich runterbrechen. Und wir haben uns so sorgfältig angeguckt. Auch das Radonproblem ist in Deutschland ein ganz großes dazu. Wir rechnen etwa 2.400 Leute, die jedes Jahr durch Radon allein an Lungenkrebs sterben daran. Davon auch dort haben wir leider in vielen Fällen noch keine Antworten. Wir machen die Gebäude gasdicht und reichern natürlich damit das Radon aus dem Untergrund auch an. Wenn man das Falsche perfekt macht, dann wird das nur perfekt falsch. Wir müssten erst mal fragen im Gebäude, was ist gesunde Luft und nicht, wie kann ich Energie einsparen. Wir suchen uns viele Dinge an, damit Sie sehen, dass es ein allgemeiner Blick ist und dass Sie mir nicht irgendwie sie an Pranger stellen für etwas. Diese Tapeten, die Hälfte unserer Häuser sind mit abwaschbaren Tapeten hergestellt dazu. Die verhindern den Austausch mit dem Mauerwerk an Feuchtigkeit, bilden größere Auswirkungen an Schimmel. So eine Tapete gibt 1 Milligramm pro Quadratmeter an Schadstoffen ab, davon hauptsächlich Weichmacher. Das heißt, über 3000 Stunden. Das heißt, in 3000 Stunden gibt sie 3 Gramm ab dazu bei Zimmertemperatur. Das ist nun wirklich die absolute Pest, dieses Zeug. Aber auch Masken nehmen Sie die nur, damit Sie es mal sehen. Dazu die Fläche unter den Peaks dazu, das Gebirge, bildet die Gesamtmenge ab. Wir überschreiten für eine ganze Reihe von Stoffen Arbeitsplatzgrenzwerte durch die FFP2-Masken, weil man rechnet immer auf Kubikmeter, aber ich habe hier nur 30 Kubikzentimeter zur Verfügung.
davon. Und es ist wirklich ein ganzes Gebirge an Chemikalien. Diese Masken werden für 4 Cent hergestellt in China, sie werden für 20 Cent vertrieben. Die Apotheker haben dafür für diese Maske, die ich Ihnen hier zeige, wo drauf steht Non-Medical Use und die ausdrücklich nur maximal eine halbe Stunde getragen werden dürften, davon haben die Apotheker 5 € erstattet bekommen. Ich habe mich gefragt, warum gerade die Apotheker, wie es mir klar geworden ist, das sind Profite wie im Drogenhandel und die handeln ja mit Drogen. Insoweit ist das völlig korrekt natürlich. Das ist schon okay. Wir haben insgesamt einfach einen extrem irreführende Sprachwahl dazu. Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Aus wertvollen Autostahl wird nachher wird Betonstahl gemacht. Damit sind alle Buntmetalle verloren. Aber also alles Chrom, Nickel, Kobalt, jetzt ändert sich das Spiel, weil der Herr Zipse auf praktisch Anweisung der Mehrheitsaktionärin Susanne Klatten verfügt hat, dass 2025 das erste Cradle-to-Cradle-Auto entstehen soll. Also zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte werden Autos zu Autos gemacht. Mobiltelefone werden nicht recycelt, es werden ein paar kleine Elemente zurückgenommen, aber die Hauptmenge dazu an wirklich seltenen Elementen dazu, 41 seltene dazu, sind alle verloren. Also es werden maximal 9 Elemente zurückgewonnen. Das heißt, wir können das umsetzen. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, das grünste Haus ist das gar nicht gebaut wird. Ich meine, das ist dieses Gefühl, was wir haben, es wäre nicht besser, es gäbe uns gar nicht. Das kann man daran sehen, dass es zum Beispiel kein Biosiegel gibt, das erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien, meine eigenen Exkremente wieder eingesetzt werden können. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen und abgeben, sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben, keine Energie speichern. Es gibt aber kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürfen. Das heißt, selbst Demeter-Landbau verliert darüber bis zu 2 Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, wir hassen uns so sehr, dass wir denken, es ist nur gut, wenn wir eigentlich nicht da sind. Ich habe das erst begriffen, als ich in China gearbeitet habe, dazu 2 Jahre. Wenn man in China zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Das ist ein völlig anderes, echtes Kreislaufdenken, was bei uns nicht da ist. Das heißt, wir können das nochmal umsetzen. Aber was ist? Unsere Kinder schreiben jetzt auch verzweifelt auf die Straße, wir alle für späteren Untergang sozusagen. Und das mit Mikroplastikfarbe dazu. Sie müssen wissen, fast 10% in der Nordsee des Mikroplastiks ist Abrieb von Fahrbahnmarkierungen. Wenn wir also nur einmal schaffen würden, einen Zebrastreifen zu machen, der wirklich für biologische Kreisläufe geeignet ist, dann würden wir die Welt inspirieren. Es geht uns also nicht darum, jetzt zu zeigen, dass es die anderen tun müssen, sondern wir können zeigen, wie es anders geht und die Menschen damit inspirieren, so wie ein Mozart oder ein Sigmund Freud oder ein Goethe die Welt inspiriert hat, anders zu denken. Oder Hegel, wir nehmen dazu nicht zu sagen, jetzt muss an diesem Tag Veggie-Tag sein, sondern die Menschen zu inspirieren und zu fragen, was ist gesundes Essen? Also wie gesagt, wir müssen zurück dazu auf den Start, auf 1900 davon. Das ist die einzige Chance, die wir wirklich für diesen Planeten haben davon. Und das setzt voraus, dass wir die Fassaden völlig anders denken, dass sie alle ganz andere Möglichkeiten haben. Es gibt viele Produktbeispiele, die ich Ihnen zeigen kann dazu. Übrigens, man kann damit anfangen. Wie Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es davon. Wir haben mit eine studentische Firma gegründet, die heißt Holy Shit. Und wir haben damit eine Maske gemacht, die können Sie kaufen im Internet, aber das ist keine Verkaufsveranstaltung. Ich will Ihnen nur zeigen, dass es geht. Wir können eine Maske machen, die sogar FFP3 zertifiziert ist, davon die 50 Mal mindestens gewaschen werden kann bei 95 Grad, davon die wirklich eben so ist, dass sie perfekt kompostierbar ist. Und denn es schwimmen inzwischen über 2 Milliarden dieser Feinstaubmasken in den Weltmeeren herum. Die bleiben 300 Jahre dort und sie atmen mit jeder Maske am Tag etwa 2000 Mikroplastikteile ein. Und das heißt, es geht anders dazu. Finden Sie als Viva Mask oder unter Holy Shit sozusagen im Internet. Das heißt nicht, dass Sie die jetzt kaufen sollen. Die ist auch noch verflucht teuer. Das Stück kostet etwa 10 € davon. Aber wir wollen damit die Leute in China inspirieren, biologisch abbaubare Masken zu machen. Das ist der Zweck dafür. Und wir merken, dass das wirkt. Also es gibt inzwischen auch schon von Melitta Filtermasken dazu, die sind. Und wir haben nur ein halbes Jahr gebraucht, um diese Masken zu machen, weil aus dieser Weltuntergangsdiskussion eigentlich das Know-how ist da, was wir jetzt in Innovation umsetzen können. Wir können vor allem andere Dämmmaterialien nehmen, zum Beispiel nicht Styropor dazu, sondern eben zum Beispiel eben Pilze. Wir können Fußboden anders machen. Hier, Sie sehen einen Teppichboden,
der nicht nur nicht stinkt, sondern der aktiv Feinstäube an sich bindet. Wir haben das selber, ich selber verlegt, ich habe es selber nicht geglaubt, bis ich es gemessen habe. Wir haben in diesen Gebäuden keine messbaren Feinstaubgehalte davon. Das ist wirklich überraschend davon. Warum soll ich meine Lunge einsetzen, wenn der Fußbodenbelag es doch kann? Das setzt aber andere Geschäftsmodelle voraus. Ich verkaufe kein Fußbodenbelag mehr, ich verkaufe 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung. Ich verkaufe kein Fenster mehr, ich verkaufe 30 Jahre Durchgucken und Wärmedämmung. Dann kann der Hersteller das beste Material nehmen, nicht den billigsten Dreck davon. Er kann es umsetzen. Es gibt viele, viele Cradle-to-Cradle-Materialien inzwischen, wie schon dargestellt. Es gibt Wienerberger Ziegel, es gibt Schüco. Was interessant ist dazu, damit wird die Aluminiumbeschichtung zum Beispiel inzwischen ganz anders gemacht, damit man das Aluminium wirklich zurückgewinnen kann. Das Geschäftsmodell wäre aber, nee, die Firma Schüco verkauft 70.000 Tonnen Aluminium. Niemand braucht dieses verdammte Aluminium. Ich brauche doch nur die Dienstleistung des Aluminiums davon. Und das sind etwa 150 Millionen Euro. Das kann Schüco natürlich nicht behalten. Davon, es muss also eine Bank geben, die das Aluminium hält und es als Anteilsscheine abgibt. Und darauf kann ich 2%, 3% Zinsen zahlen oder ich kann den Anleger eben an dem Gewertgewinn beteiligen und er geht ins Risiko selber. Nur Schüco muss das Recht haben, nach 30 Jahren über das Material verfügen zu können. Das heißt, es geht nicht um Langlebigkeit, sondern um definierte Nutzungszeiten. Trank, Dres und Sommer ist es jetzt möglich, die haben die Rechtsgutachten dazu finanziert, dass man die Fassade aus dem Gebäudewert herausrechnen kann. Sie ist etwa 20, 21% sozusagen bei der Fassade, damit wir der Beschaffungswert des Gebäudes um 20% günstiger und die Fassade kann damit gehandelt werden davon. Das sind eine ganz zentrale Entwicklung für die Gebäudehülle und wichtig. Wir haben Thoma zum Beispiel natürlich mit anderen Fassaden, Vollholz dazu, die wir uns angucken. Wir haben Farben, die sind wichtig davon. Als ich 2013 bei Frau Berghofer war, davon Adler hat einen tollen Slogan: Unseren Adern fließt Farbe. Das hört sich an wie Dracula fast. Aber das ist wirklich ein Slogan. Wir beschäftigen 800 Leute damit, Holzfarben zu machen. Und sie hatten 2013 keine einzige Farbe, mit der man das Holz streichen konnte und das Holz nachher noch als unbehandeltes Holz verwenden konnte. Jetzt geht es. Jetzt haben sie Dutzende davon durch Cradle to Cradle inspiriert. Wir haben Holzschutzmittel, die durch Cradle to Cradle entstanden sind, dabei. Und das ist total spannend, weil damit praktisch jedes einfache Fichtenholz Tropenholzqualität hat. Und trotzdem lässt sich das nachher genauso für weitere Zwecke verarbeiten in der ganzen Holzkaskade. Wir kriegen dafür Einspeisevergütung, wenn wir Holzpellets verbrennen. Und ich sage Ihnen, die kommen zum großen Teil aus Weißrussland. Ja, wir reden über den bösen Diktator, beziehen dort die Holzpellets nach wie vor. Da hilft auch keine Sanktion dagegen bisher. Aus der Ukraine kommen die, aus Rumänien. Dort werden Urwälder abgeholzt für unsere Holzpellets. Da ist Donald Trump irgendwie der ehrlichere Lügner davon, weil das hat mit Umweltschutz gar nichts zu tun. Man kriegt aber dafür Einspeisevergütung bezahlt. Wir können Gebäude machen, in die Luft besser ist als draußen. Die Fassade muss praktisch wie ein Büffel sein davon. Wir müssen alle Materialien wieder nutzen können, die da drin sind. Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Gebäuden nach Cradle to Cradle. So Cradle in Düsseldorf zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Die Stadthalle in Venlo, dort kann man auch zeigen, dass der Krankenstand in so einem Gebäude 20% niedriger ist. Auf 1200 Beschäftigte funktioniert die Statistik ganz gut dazu. Wir können das umsetzen, wir können es zeigen in Schulen, wo dann kein Vandalismus ist. Wenn Kinder gemocht sind und geschätzt sind, dann zerstören sie keine Toiletten und beschmieren Wände dazu. Die pflegen diese Schule wie ein Augapfel. Skida ist ein vermeintliches Problemviertel, so wie Neukölln. Davon, das hat sich komplett geändert mit dieser Cradle-to-Cradle-Schule. Davon, die Kinder sind so stolz auf ihre Schule, davon, dass sie da nichts drauf kommen lassen davon. Im Gebäude wie die RAG-Gebäude hier dazu in Essen, es gibt Hotels dazu, es gibt einen Verein, einen gemeinnützigen Verein, wo ich Ihnen rate, einfach mal mitzumachen davon, weil da etwa über 1000 junge Leute schon drin sind und man kann sich dort über neue Fragestellungen einfach austauschen. Wir brauchen Materialpassports, wir haben ein großes Projekt gemacht mit verschiedenen Leuten zusammen davon.
Passport, wir brauchen reversible Gebäudegestaltung. Gerade für die Gebäudehülle ist das entscheidend. Wir brauchen das entsprechende Datenmanagement. Wir müssen positiv festlegen, wie das Geschäftsmodell aussieht. Wir brauchen dafür Standards schließlich. Es wird einen ISO-Standard für Cradle to Cradle ziemlich bald geben. Und es gibt Case Studies dazu. Das kann man sehen, zum Beispiel, dass es umgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob Sie es kriegen können, weil das Internet etwas langsam ist hier. Best Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple-E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000. Also, das kann man im Internet näher angucken. Ich will die Zeit nicht weiter strapazieren. Aber wenn das für Schiffe geht, die Hülle eines Schiffs, dazu eine Gebäudehülle davon, wenn es für das Schiff insgesamt gilt, dann muss es doch auch möglich sein, es umzusetzen. Was es dabei braucht, und da ist die Gebäudehülle eigentlich zentral wichtig, es braucht nicht Langlebigkeit, sondern es braucht definierte Nutzungszeit. Wir müssen wissen, wann das Material wieder zur Verfügung steht, aber nicht unbedingt wieder für Gebäudehüllen. Es ist deshalb keine Kreislaufwirtschaft, weil das ist lineares Denken im Kreis, sondern es braucht im Prinzip definierte Nutzungszeiten. Also warum soll ich ein Fenster verkaufen, wenn doch kein Schwein ein Fenster braucht? Ich brauche nur die Nutzung davon. Solaranlagen, Schüco hätte heute noch eine Solardivision, wenn sie das Geschäftsmodell geändert hätten. Die Schüco-Anlagen, die wir untersucht haben, haben nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Die chinesischen Anlagen, die parallel gebaut worden sind, hatten in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades verloren. Also warum, bitteschön, verkaufe ich eine Solaranlage, wenn ich doch eigentlich nur die Nutzung der Solaranlage brauche? Die, auf 20 Jahre wäre Schüco konkurrenzlos billig gewesen. Die Stromkosten sind 40% kostengünstiger in der Herstellung dazu durch eine Schüco-Anlage, wenn ich die gesamten Kosten rechne. Also die Total Cost of Ownership-Geschichte ist eine entscheidende Frage, die wir diskutieren müssen. Jetzt kommt es. Wir haben eine Waschmaschine 1994 vorgestellt, gezeigt, wir brauchen doch nur die Dienstleistung waschen. Jetzt gibt es Ursula von der Leyen, die praktisch bei jedem Interview darstellt, dass das die Zukunft eben die Dienstleistung ist. Aber die Zukunft der Gebäudehülle ist genauso eine Dienstleistung. Ja, jetzt kommt es. Schön, aber nach 26 Jahren, aber immerhin. Ja. Das ist erstaunlich schnell, wenn man begreift, dass die Menschen so lange gebraucht haben, bis sie begriffen haben, dass die Erde doch keine Scheibe ist dazu. Michael, ein kurzer Einwurf. Wir müssen nur etwas auf die Zeit achten. Was haben wir denn noch vor uns? Ich bin gleich durch. Okay. Dazu, die Gebäudehülle fängt doch erst an. Warum Maisanbau? Wenn ich auf eine Gebäudehülle, auf so eine Gebäudehülle kann ich auf einem Hektar so viel anbauen wie auf ein Eiweiß, wie auf 60 bis 80 Hektar Mais davon. Das ist doch die Zukunft. Die Zukunft der Gebäudehülle beginnt doch gerade erst jetzt. Die Gebäudehüllen müssen viel produktiver sein davon. Es gibt Modellgemeinden, die das umsetzen. Wir können Gebäude machen wie Bäume, Gebäude, die die Luft reinigen. Ich habe das vor 5 Jahren in Venedig vorgestellt und gezeigt davon, wie das sein könnte. Es geht also darum, einen menschlichen Fußabdruck zu schaffen, der ein Feuchtgebiet wird. Also die Menschen als Chance zu begreifen und nicht als Belastung. Wenn man das tut, dann benehmen sie sich auch so. Die Ärmsten der Armen sind immer auch noch freundlich und großzügig, wenn sie gemocht sind. Wenn wir aber ihnen sagen, es wäre besser, du wärst gar nicht da, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Darum geht es bei Cradle to Cradle. Und die Gebäudehülle ist eigentlich das ideale Anwendungsfeld für Cradle to Cradle, weil man sie in der Tat so gestalten kann, dass sie nützlich ist und nicht nur ein bisschen weniger schädlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Michael, ja, wieder, wir kennen uns ja super inspirierend. Einmal so das ganze Panorama aufgemacht und durchgestartet. Ich denke, genau darum geht's ja. Es gibt im Englischen ein schönes Wort, to unthink. Ja, das kann man vielleicht im Deutschen übersetzen mit etwas zerdenken. Und ich glaube, das ist die Zeit, die wir jetzt haben. Wir müssen Dinge zerdenken und komplett neu designen, neu denken, neu zusammenbringen. Wir haben die Zukunft der Gebäudehülle hat gerade erst angefangen. Genau. Und die kann man deshalb eben neu und anders nochmal denken davon. Und das ist im Prinzip mein Plädoyer, weshalb ich meine Lehrveranstaltung extra habe sausen lassen dafür, ausdrücklich davon, um diesen Termin wahrzunehmen davon. Weil es hilft mir nicht, wenn die Studenten dann in 20 Jahren in Entscheidungspositionen sind. Es kommt jetzt darauf an, dass die jetzigen Entscheider tatsächlich die Dinge ändern, jetzt gestalten. Mhm. Wir haben genau dazu auch eine Frage aus dem Chat, nämlich wie du Politik erreichst und auch Hersteller erreichst. Du hast eine Reihe von Produkten gezeigt, da stehen Hersteller dahinter. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal einmal ganz kurz gucken, wie gehen die Impulse von dir im Augenblick in die Politik ein? Ja, also mich interessieren zunächst mal die Unternehmen. Oder die Hersteller, genau. Ja, also man muss einfach sehen,
davon, dass das Mobiltelefon nicht von der Bundesregierung erfunden worden ist. Die Politik ist im Prinzip dafür da, das Bestehende zu optimieren. Ja? Das, was wir schnelles Internet nennen, dazu führt bei meiner koreanischen Mitarbeiterin jeden Tag zu Panik, weil sie denkt, ihr Rechner sei kaputt. Wir sind überall in den Schlüsseltechnologien 10, 15 Jahre zurück, außer in Bezug auf Umwelt und Gesundheit. Da sind wir führend, weil wir 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion geführt haben. Und wenn wir das dann mit Digitalisierung zusammenbringen, wenn wir das dann mit Nanotechnik zusammenbringen, dann ändert sich das Spiel. Also ein Larry Page fragt mich, ob ich ihm helfen kann, ein Haus zu haben, in dem es keinen Feinstaub gibt, weil er nicht 5 Jahre Lebenserwartung einbüßen will. Dann weiß ich, aha, es ist etwas wert, was wir können dazu. Ja. Und darum geht es. Also es sind so, hauptsächlich übrigens Frauen dazu, sind das so wie zum Beispiel eben die Bettina Würth, die sagt, warum soll ich den Umsatz von Würth verdoppeln, wenn die Welt untergeht? Wir bauen Würth zielstrebig nach Cradle to Cradle um. Damit haben die Leute in Gebäudehülle praktisch überall die Tools, die Dinge auch zu machen. Das gleiche gilt für Schüko, der Vorstandsvorsitzende sagt, wir werden das machen davon. Ja. Also fehlen uns sozusagen natürlich noch die Klima- und Lüftungsleute, die werden den Maschinenbau einbüßen, wenn die Geschäftsmodelle sich nicht schnell ändern davon, weil durch die Digitalisierung alle diese Maschinen so schnell nachgebaut werden können. Mhm. Davon dann konkurrieren die dann sozusagen okay. mit ihrem eigenen Nachbau. Also ja. die Politik ist wichtig für die Beschaffung, öffentliche Beschaffung, auf jeden Fall. Beschaffungsrichtlinien, es gibt jetzt mehr und mehr Kommunen, die bei gleichem Preis Cradle to Cradle bevorzugen. Und das ist zentral dazu. Aber die Innovation muss von den Unternehmen kommen. Sonst würde ich eine Staatswirtschaft aufbauen. Im Moment ist aber der Gewinn privatisiert und die Allgemeinheit trägt praktisch das Risiko. Und das kann es nicht sein. Derjenige, der den Gewinn hat, muss auch das Risiko tragen. Nö, ich habe auch den Eindruck, wenn wir nach Glasgow gucken, dann ist es gut, eher die Unternehmen, auch die Kommunen im Auge zu behalten, weil dort sehe ich mehr Treiber, mehr Leute, die im Augenblick auch die Dinge wirklich voranbringen. Ja. Ganz kurze Frage. Zu der Innovation sind Sie entscheidend dafür. Ja, genau. Ganz kurze Frage und dann muss ich auch leider einen Schnitt machen, auch wenn es spannend ist, weil wir hier noch ein langes Programm vor uns haben. Holzbau in der Fassade, inwieweit das die Lösung ist, kommt als Frage im Chat rein. Ich habe auch den Eindruck, Holzbau wird in den letzten Jahren gehypt. Ich hasse das, wenn die Leute mit so krauten Lärchenfassaden da immer hinhauen dazu. Also durch die neuen Holzschutzmittel, die es gibt, die entweder zum Beispiel die Poren verschließen, praktisch auf Silikat, Wasserglas-Ebene dazu, oder auch über Acetylierung davon, kann man viel, viel schönere und bessere Fassaden machen, die auch extrem haltbar sind. Und das ist natürlich Holz eine wirklich tolle Angelegenheit davon, auf jeden Fall. Und das Holz ist auch nicht klimaneutral, wie die Leute immer sagen. Es ist natürlich klimapositiv, weil es ja in der Zeit, wo es in der Verwendung ist, natürlich nicht das in die Atmosphäre abgibt. So, also das heißt, wir können da nützlich sein. Und darum bin ich natürlich durchaus für Holzfassaden, aber bitte nicht immer diese Hasen-Kaninchenstelle dazu, die dann gebaut werden, wo man sich jeden Tag vornehmen muss, das irgendwie schön zu finden. Ja gut, und ich glaube, es geht auch darum, andere Baustoffe weiterzuentwickeln, weiter auch letztlich vielleicht mit deinen Gedanken zu entwickeln. Ich glaube, wir können nicht nur Holz haben. Wenn man Beton nicht mit CO2 abbindet, dann würde man zu drastisch CO2 einsparen, denn das CO2 kommt ja aus dem Calciumcarbonat. Absolut. Es gibt so viele Techniken, die erstaunlicherweise nicht verwendet werden, obwohl sie eigentlich doch da sind davon. Mhm. Und das liegt halt daran, dass die bestehenden Dinge optimiert werden und dass die Nachhaltigkeitsleute fast meine größten Feinde geworden sind. Sie haben ihre eigene Abteilung. McKinsey und Co. verdient allein durch Berichterstattung in Europa 7 Milliarden Euro davon. Dann schließen sie 2 Elektroautos an und machen noch den Bericht auf Altpapier, haben eine jährliche Konferenz. Nein, die Nachhaltigkeitsabteilungen müssen die Innovationsabteilungen werden davon. Das jetzige Selbstverständnis ist nur ein Nice-to-have, so moralische Verpflichtung. Nein, wir können nur durch Innovation in Europa die Menschen beschäftigen. Okay, Michael, das war auch schon ein super Schlusswort. Also letztlich wieder auf Innovation zu setzen. Ich muss leider ein bisschen hier auf das Programm gucken. Nee, das ist völlig richtig, Martin. Also ich hasse das auch, wenn die Leute so viel überziehen davon. Also ich versuche ja auch im Zeitplan zu bleiben dabei. Also, perfekt, alles perfekt. Herzlichen Dank für deine inspirierenden...
Würde mich freuen dazu, wenn es vielleicht doch den einen oder anderen Diskussionsprozess auch auslösen würde oder Denkprozess, weil ich glaube, dass wir wissen jetzt, wie es geht, aber ich fürchte, dass wir zu langsam sind. Wenn wir so weitermachen, dann würden wir für die Reparatur der Zerstörung, so wie in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, so viel Geld ausgeben müssen, dass wir gar kein Geld mehr haben, um Dinge neu und anders zu machen davon. Und dann würden wir die Reparatur, wir würden ein schönes Museum für Indien und China abgeben und das ist vielleicht nicht für 80 Millionen Leute eine Beschäftigungsmöglichkeit. Also wir haben die Chance hier, du hast eine große Zahl an Zuschauerinnen und Zuschauern, gerade auch eben aus den Unternehmen, die dann auch für Innovationen stehen können. Und ich bin gespannt auf die Reaktion. Wir können ja auch nachher nochmal telefonieren, also in den nächsten Tagen. Also alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Und allein deine angenehme Stimme dazu ist einfach schön. Diese Videogeschichten schon einfach toll. Okay, Michael. In diesem Sinn, vielleicht zurück zu Lehre oder was auch immer du machst. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag noch. Danke. Tschüss.